Liebe Studierende, hier eine Diskussion zur Veranschaulichung der Divergenz eines Vektorfeldes. Wir betrachten dazu einen infinitesimal kleinen Quader, eingebettet in einem kartesischen Koordinatensystem mit Koordinatenachsen x, y und z. Dieser infinitesimal kleine Quader hat Kantenlängen dx, dy und dz. Und er befindet sich an zum Beispiel einer Stelle x. Und hier diese Ecke befindet sich dann entsprechend an der Stelle x plus dx. Diese Ecke befindet sich auch an der Stelle y. Diese Ecke an der Stelle y plus dy und so weiter. Und nun betrachten wir ein Vektorfeld v. Das bedeutet, dass in jedem Punkt im Raum wird ein spezieller Vektor zugeordnet. Also der konkrete Vektor in einem Punkt y, x, y, z kann je nachdem ein verschiedener Vektor sein. In jedem Punkt also ist ein Vektor definiert. Das bedeutet zum Beispiel konkret, dieser Vektor v1 an diesem Punkt hier, und das ist der Punkt an der Stelle x, y und z. Ich zeichne zwar diesen Punkt hier oben ein, aber da das infinitesimal kleine Schritte sind, entspricht das dem Punkt x, y und z. Erst dort oben wäre das der Ort z plus dz. Und überall da drinnen werte ich das aus an der Stelle z bzw. x bzw. y. Das heißt, v1 ist einfach das Vektorfeld ausgewertet an der Stelle x, y, z. Das Vektorfeld v2 zum Beispiel, oder der Vektor v2 ist das Vektorfeld ausgewertet an der Stelle x plus dx, y und wiederum z. Das heißt, alles, was sich geändert hat, ich schaue das Vektorfeld einmal an der Stelle x an, auf einer bestimmten y-Höhe und auf einer bestimmten z-Höhe, und dann schaue ich mir das Vektorfeld an, wenn ich einen Schritt dx nach rechts gehe, aber in y und z nichts ändere. Und genauso könnte ich das Vektorfeld hier oben auswerten, hier unten, hinten und vorne. Wir schauen uns jetzt erstmal nur diese zwei Seiten links und rechts an. Jetzt gibt es noch diese Vektornormalen, also es ist ein Vektor, der normal auf die Oberfläche steht und seine Länge entspricht gerade dem Betrag der Fläche. Das bedeutet, der vektornormalen Vektor dA1 ist gegeben durch den Betrag der Fläche, das ist gerade der y mal dz, mal, das ist minus der Einheitsvektor in x-Richtung, weil er zeigt in diese Richtung, zeigt immer nach außen. Und der Oberflächenvektor oder die Oberflächennormale auf dieser Seite hat denselben Betrag, die y mal dz, und der zeigt in die positive x-Richtung, also ist gerade der Einheitsvektor in x-Richtung. Und jetzt können wir uns berechnen den Fluss des Vektorfeldes durch diese Oberfläche und dann durch diese Oberfläche, und dann addieren wir das auf und äquivalent können wir das für die anderen Oberflächen hinschreiben. Schauen wir uns also den Fluss d phi 1 des Vektorfeldes v durch diese Oberfläche hier an. Das wäre also d phi 1 ist v1 mal dA1. Das ist ein infinitesimal kleiner Fluss, weil wir den Fluss des Vektorfeldes durch eine infinitesimal kleine Fläche betrachten. Setzen wir jetzt einfach ein, das wäre V ausgewertet an der Stelle x, y, z mal dA1, das ist der negative Einheitsvektor in x-Richtung, mal dy, mal dz. Nun, hier haben wir das Skalarprodukt eines Vektors mit den Einheitsvektor in x-Richtung. Das ergibt gerade die Projektion des Vektors auf die x-Achse. Oder das gibt gerade die x-Komponente dieses Vektors. Das Minus ziehen wir nach vorne, das ist also minus vx, das ist die x-Komponente dieses Vektors. Also die x-Komponente des Vektorfeldes, ausgewertet an der Stelle x, y und z. Analog können wir rechnen d phi 2. Ist V2 mal dA2, ist also das Vektorfeld ausgewertet an der Stelle x plus dx, y, z mal Skalarprodukt dA2, das ist Einheitsvektor in x-Richtung, mal y mal dz.
Und genau wie vorhin bedeutet das, dieser Vektorskalarprodukt mit Einheitsvektor in x-Richtung ist gerade die x-Komponente des Vektorfeldes ausgewertet an der Stelle x plus dx, y und z. Und nun addieren wir den Fluss hier plus den Fluss hier, d phi 1 plus d phi 2 ist, das kann ich auch schreiben als d phi 2 plus d phi 1, das sind einfach dieser Ausdruck plus dieser Ausdruck. Hier ist ein Minus, da schreibe ich an die zweite Stelle, das ist also vx an der Stelle x plus dx yz minus vx an der Stelle x yz mal y dz. Jetzt diese Differenz sollte bekannt vorkommen. Hier haben wir eine Funktion, ausgewertet an der Stelle x plus dx, minus die Funktion, ausgewertet an der Stelle x. Das ist dann gerade die Ableitung der Funktion nach dx mal Schrittbreite, nur Schrittweite dx. Warum? Weil die Ableitung ist ja gerade definiert. Die Ableitung dvx nach dx, vx ist eben eine Funktion von x, die x-Komponente des Vektorfeldes variiert mit x, ist also eine Funktion von x, abgeleitet nach x, und wir schreiben partielle Ableitung, weil im Prinzip hängt es auch noch von yz ab, hier halten wir aber yz konstant, ist definiert als Limes von Delta x gegen 0 von vx, x plus Delta x, yz minus vx an der Stelle x, yz dividiert durch Delta x. Wenn wir das Delta x nach oben schreiben und für infinitesimal kleine Werte ändern wir das Delta x in dx ab, dann sehen wir gerade, dass die Differenz gerade die Ableitung ist, die Änderungsrate mal die konkrete Schrittweite. Das bedeutet nun auch, dass wir diese Summe dv1, dv1 plus dv2, die Summe der Flüsse links und rechts, schreiben können als die x-Komponente des Vektors nach x abgeleitet mal dx, dy, dz. Das ist dy, dz, und das der x kommt von der Ableitung her. Und das ist gerade das Volumenelement, das ist gerade das Volumen dieses Quaders. Und nun können wir ausrechnen, was ist der infinitesimale Fluss durch die gesamte Oberfläche des Quaders. Das wäre also der Fluss durch diese differenzielle Oberfläche. Das wäre also die Oberfläche dieses infinitesimal kleinen Quaders. Der Fluss des Vektorfeldes. Das ist also nichts anderes eigentlich als die Summe über alle Seiten dieser Einzelflüsse, d phi i. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten. Jetzt haben wir zwei Seiten gerechnet, kriegen wir diesen Ausdruck. Wenn Sie das äquivalent machen für die beiden anderen Seiten, folgt, Sie müssen dann nur jeweils x durch y oder durch z ersetzen. Die Schritte sind alle identisch. Und es folgt, dass der infinitesimale Fluss durch dieses kleine Element ergibt sich als partielle Ableitung der x-Komponente nach x plus die partielle Ableitung der y-Komponente nach y plus die partielle Ableitung der z-Komponente des Vektorfeldes nach dz mal das Volumen dieses kleinen Elementes. Das hier ist aber gerade definiert, das ist die Divergenz des Vektorfeldes. Und das können wir auch schreiben, Skalarprodukt des Gradienten mal Vektorfeld. Und damit sehen wir, den Fluss des Vektorfeldes durch diese infinitesimal kleine Oberfläche hier kriegen wir auch, indem wir nicht eben über die Oberfläche integrieren, sondern indem wir einfach ausrechnen, was ist die Divergenz des Vektorfeldes in diesem Kubus hier mal das kleine Volumenelement. Und dann zeigt sich, dass wenn man das für endliche Oberflächen macht, die sich zusammensetzen aus vielen kleinen solchen infinitesimalen Kuben, dann zeigt sich, dass der gesamte Fluss phi durch eine Oberfläche eines Vektorfeldes, also der Fluss eines Vektorfeldes durch eine endliche Oberfläche,
den kann ich schreiben als Summe aller dieser Teilflüsse. Das ist aber gegeben jeweils durch die Divergenz des Vektorfeldes an einem Punkt mal das Volumenelement in diesem Punkt. Und alles aufaggiert bedeutet einfach, das ist das Integral über das gesamte Volumen der Divergenz. Das gilt also für endliche Ausdehnungen.